Egal, dann fangen wir halt schon mal an. Oder? Ohne mich? Ne, mit dir. Ich muss erstmal wieder hier irgendwie einen guten Punkt finden, wo ich mich hinstellen kann. Weil ich habe mich nicht auf den normalen Maps nicht zurechtfinden. Hier ein Turm hinterbei. Ach stimmt, wir haben noch Punkte. Ja genau, machen wir den Laser da. Mach vor. Das passt exakt. 200 Punkte habe ich noch, ne? Jo. Kann auch was passieren. Altbekannten Minenturm. Boah. Ja, warum nicht? Muss halt gucken, dass du es halbwegs günstig machst. Ja, da so, genau. Hallo. Ach, wie nah muss man da ran, um diesen blöden Minen aufzuheben? Meine Güte. Sehr nah. Zu welchem Kern? Keine Ahnung. Also die anderen Minen liegen alle oben, also eher zum Rechten wahrscheinlich. Das kannst du vor sein, dass ich rein zufällig gerade den Rechten gefunden habe. Also war es auf der Plattform beim Rechten noch gar nicht, oder wie? Doch. Achso, okay. Aber wie gesagt, ne, ich komme hier nicht zurecht. Ja, das ist sehr unübersichtlich. Weil ich kann nicht die ganze Zeit auf die Map schauen, weil ich einfach meinen grünen Pfeil auch immer irgendwie nicht richtig erkenne. Boah, ich brauche eine Stelle, wo ich überblicken kann. Ja, es wäre halt eine von den Plattformen. Dann kann ich aber mit meinem Laser nicht schießen. Ach komm, ich kann den hinterher rennen. Ja, gut. Also dann. Ja, aber warte, ich will da noch hochklettern. Oben. I'm done, let's go. Nee. I'm not done yet. Ach Gott. Let's get going. Scheiß drauf. Fest. All clear for now. And this is the winner looks like. Hm. Zwei Wackler, vier Super. I'm up. Das ist ja wieder voll easy. Naja, noch. Ich bin einfach direkt auf bereit gegangen. So. Nein. Bau lohnt sich fast nicht. Klar, bauen lohnt sich immer, aber trotzdem. Hier, denke ich. Ich hab schon den Weg ausgemalt, der ziemlich lang ist. So. Kann man nur das hier nicht benutzen. Das kleine Eck hier. Komplett auf die Karte orientieren. Das heißt, sämtliche Türme gehen dann zu dir wahrscheinlich, ne? Ja, wenn ihr mir folgen könnt. Ich kann es euch auch schnell erklären, wie ich meinte. Kannst einfach Bescheid sagen, wenn du irgendeinen Turm haben willst, den können wir dann angeben. Jo. Ja, also ich hätte gedacht, dass wir das dann. Dass die Mobs praktisch meinen Weg gehen, mit dem gelben Cursor. Hier entlang, dann hier hoch wieder. Hier. Dann hier kann man hinten machen, ohne dass sie zum Kern kommen. Da steht irgendwas im Weg, irgendein Turm oder so. Ja, sieht gut aus. Dann können die hier hinten rum. Hier rum. Und dann haben sie hier noch einen langen Weg. Zum Kern. Bisschen was ist ungenutzt, man kann es noch verbessern. Also wenn ihr Ideen habt, gerne. Gerade so nicht, ne? Momentan sieht es ganz gut aus. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Oh. Na, ich baue mal noch einen Kanonenturm. Okay. Au. Ich versuche Wackler. Schau mal, von hier oben sind die auch viel einfacher zu treffen. Na, finde ich eigentlich nicht. Von der Seite sind sie am besten zu treffen. Ja, nicht bei mir. I'm all set. Special. They're on
Und einmal getroffen und tot. Ich hab ja mit drauf, ich hab ja mit drauf geschossen, du hast ja. Ja, ich hab 8000. Ach so. Unten. Ah. Oh Gott, die Schnorchel sieht mein Mädel nicht. Lol. Das ging schnell. Was du aber auch nicht kennst, ja, du mich auch. Ich bin ja gar nicht so in Wege, um meine andere Waffe auszurüsten. Es ist einfach nur verdächtig ruhig. So. Hm? Ja, es ist wirklich verdächtig simpel. Weil am Ende kommen wahrscheinlich alle drei Bosse gleichzeitig. Ich hab mir gerade gedacht, ich kann die Minen einfach hier auf den Weg legen, weil das ist scheißegal, die kommen eh nicht am Ende an. Ja, okay, noch können sie zum oberen Kern aufgehen. Müssen wir ziemlich zeitig ablocken. Die kommen, die können, du kannst den oberen Kern nicht ablocken, die müssen zu beiden Kernen kommen. Ach, man kann Kerne nicht ablocken. Ich glaub nicht. Weiß ich gar nicht. Das würde mein ganzes Konzept zusammenschmeißen. Ja, müssen wir dann mal schauen, wenn nicht, dann bauen wir um. Ja. Ist ja nicht sehr schwer zu ändern. Ich sehe gerade, lass mal kurz das Nachdenken, ne? Wenn du mal kurz meinem Cursor folgst. Der Gedanke war, die kommen von hier, gehen dann irgendwie hier wieder hoch. Beziehungsweise nicht hier, weil das ist blöd, aber hier. Mir war der Gedanke, dass sie vielleicht einfach hier vorbeigehen. Hier kann man nämlich absperren, gerade noch. Ach nee, hier ist dieses Turmteil hier, ne? Das ist scheiße. Weil, wenn die da nicht dran vorbeigehen können, das müssten wir testen. Eventuell geht das, oder eventuell geht das nicht. Ich glaube eher, dass es nicht geht. Wenn das geht, ist es leicht. Dann kannst du einfach hier langlaufen lassen. Darunter und dann einfach unten offen lassen. Dann müssen die außenrum wieder hoch. Das ist nicht das Problem. Ja. Wenn das hier nicht geht, dann haben wir ein Problem. Obwohl, haben wir nicht wirklich, dann können wir nur diesen Bereich hier nicht nutzen. Den hier. Müssen halt schauen, ob die wirklich an beide Kerne rankommen. Doch, müssen. Können wir eigentlich schon. Wir platzieren halt vor dem Kern voll durch, bis auf das ganz rechts. Das platzieren wir eins weiter unten. So dass sie eben durch von rechts kommen müssen. Das war das, was ich erwähnt habe, aber wenn du mal kurz schaust. Das geht ja problemlos. Da, wo mein Cursor gerade steht. Ja. Hier, wo man theoretisch lang gehen können müsste. Hier steht so ein Metallturm. Da kann man nicht durch. Aber wenn wirklich, dann können wir sie auch noch so leiten. Es wird ja angezeigt, das kann man durch. So. Das wäre sehr praktisch hier unten durchleiten. Ja, das war meine andere Aussage. Was war meine andere Idee gewesen? Ja, so können wir es dann noch machen. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Probieren wir es aus, wenn es soweit ist. Ja, erstmal haben wir noch Punkte zu vergeben. Ja. Ja, Kanonenturm kann auf 3 vielleicht. Okay. Fehlen noch 100. Kannst du die Drohnen vielleicht noch? Brauche ich nochmal 10 von irgendwem? Kanonenturm, wo steht der? Da, neben den Drohnen. Ehrlich? Hinter ihm. Ja, also. Boah. Und wieder zurück auf meinen altbekannten Lieblingsspot. So, ich gehe. Ja, Schweber, schätze. Das verstehe ich jetzt erst. Der sagt Looms incoming. Oh. Ja. Das ist so logisch. Ich habe nicht verstanden, was das erste Wort ist, was der gesagt hat. Ach komm, lass uns so simpel kommen. Okay. Vielleicht kommt dann Zeit. Hey. So, das ist hier. Hoppala. Folgst du dem ein? Ja. Gut. Und tot. Da kommen noch weitere. Jo, sind gleich tot. Jo, sind tot.
schon wieder festgebackt hier drin. Ah. So. Kampfläufer, ein Rhino. Ach komm, was geht denn hier ab? Warum ist das so einfach? Weil du hier keine richtigen Sachen aufbauen kannst. Aber schau ja, mal, mit dem Kampfläufer ist es schon wieder. Und doch, gerade hier kannst du richtig Blockaden aufbauen. Hier kannst du richtig gut aufbauen. Ja, klar. Ich mach mal kurz am Ende unseres Weges hier so ein bisschen mal die drei Minen hingestellt. Noch auf dem Weg. Wo ist das Ende dieses Weges? Da, ne? Da wo du gerade stehst, ne? Hier, ja. Leg ich den mal hier so hin. Dann haben wir nämlich den Kampfläufer. Ach so, ja. Mich jetzt definiert. Wenn das überhaupt bis hierhin geschafft, natürlich, ne? Mhm. So. Türme bauen. Oh ja. Wo laufen sie denn wirklich lang? Hier ist ein guter Platz vielleicht. Hier unten, wenn wir einen mit Long Range nehmen. Genau, ne, Rakete. Ja, genau. Ja, Raketen. Mach doch mal. Umdrehen. Da? Mhm. Ja. Da wischen sie dann die rechts auch noch. Ansonsten glaube ich fast, hier würde ich den Blitzturm gut machen. Da brauche ich halt noch ein paar Punkte zu. Hatten wir nicht noch einen Turm, den wir zu Ende upgraden wollten? Nee, habe ich schon gemacht. Okay. Na gut, ja, hier den Raketenturm kann ich nochmal fertig machen. Ja, mach ich den erst. Das ist der Kanonenturm. Ah ne, das ist doch der Raketenturm, ja. Fiziert. Nennen wir halt mal offiziellen Namen, das ist so viel einfacher. Ja, hatte ich eigentlich vor. So. Wir haben verwechselt. Let's get going. Dieser Enthusiasmus. Ich geh. Na, okay, danke. Dankeschön, ich wusste nicht, wohin damit ich kann. Ich bin sehr froh, dass ich auf der Map einfach hier auf diesem großen Stein stehen kann und sie überblicken kann. Ich geh. Rhino vielleicht. Ja, erstmal von hier oben die. Ich. Erst von hier oben auf die Spucker ballern und dann einfach hinter dem Vieh hier. Let's get started. Du brauchst hier nicht groß Taktik zu machen, das heißt, drauf ballern. Ich bin schon halb down einfach. Komm in die Kurve. Bam. Hey, Kampfläufer. Hi. Die Spucker sind jetzt auch durch. Ebenso. Ich krieg ihn einfach nicht auf. Krieg ich den nicht. Down. Kommt noch einer? Mhm. Ah ja. Lol. So, zum Läufer. Ja, das war ein Crit. Ah, okay. Ja, okay. Die hat guten Schaden gemacht. Boah, immer noch so einfach. Was ist hier falsch? Die Frage ist eher, was ist hier richtig, was andere Maps falsch machen. So, jetzt schaue ich mal, ob ich das ablocken kann. So. Kannst du mir deinen Block noch geben? Ah ja, Moment. Noch ein paar random Minen gelegt. Nein, man kann es nicht. Man muss beide Kerne erreichbar haben. Ja, dann wissen wir, wie wir es machen. So, logisch. Ah. Voilà. Haben wir noch was abgegradet werden muss? Oder soll ich irgendwo noch einen Turm setzen vielleicht? Ja, hier sind jetzt einige Möglichkeiten. Ich muss sagen, es sieht doch eigentlich gut aus hier. Ja, hier sollte noch einer hin. Hier, da in den Zwischenraum, genau. Wir haben keine Blöcke mehr. Ja, ich dachte den Turm, nicht einen Block. Achso, okay. Die Blöcke gibt's jetzt nächste Runde. Ja, ja. Kanonenturm.
Haben wir hier irgendwo einen Punkt, wo ich eine Gatling ansetzen kann? Ich will meine Gatling loswerden. Nicht wirklich. Dann eben nicht. Aber ich glaube, ich weiß ja nicht, auf dieser Map ist ein Raketenturm sogar gar nicht so unpraktisch, wie man meinen könnte. Ja. Einfach nur, weil der nicht so an die Wege gebunden ist. Ja, ich weiß nicht, ob der über die hohen Felsen darüber schießen kann. Einfach oder ob der abfangen kann. Wenn du mal schaust, wenn du die Schüsse von denen anschaust, die fliegen nicht straight, die fliegen wirklich in einem hohen Boden. In einem hohen Boden, ja. Also eigentlich Unterkante von zweiten Stockwerk. Ach so. Der hohe Boden halt. Was zum Upgraden? Kanonenturm. Ganz kurz weg. Und Blitzturm. Kann ich irgendeinen von beiden von hier aus sehen? Weil ich will nicht wieder von hier runter. Also einen Kanonenturm siehst du nicht. Blitzturm siehst du. Achso, den habe ich voll übersehen. So. Reicht nicht. Pack dein Zeug da noch rein. Ja, genau. Ich hab noch irgendwo 50. Ich ja, hinter dir. Blitzturm, jo. Ja, ich war gerade kurz weg. Das merke ich. Und hier ist noch einer in Orange. Blitzturm. Ready. Wer wäre schon ready? Ich da. Prack. Ihr spart. Hagen neigt doch irgendwie so dazu, sich an diesen Pflanzen festzusaugen. Der mag Pflanzen. Cultivate the Garden of Eden. Ja. Kein Stress. Ja, der kann. Oh, Mini-Bombe. Ach, seriously? Ja, da waren Läufe. Nee, weil ich das Teil. Nice. Okay. Weil ich dieser Schweber wegen einem von den Teilen umdrehen musste, hat er mich runtergekickt. Mal ernsthaft, was ist denn das? Es ist viel zu einfach. Ehrlich? Zwei Schwämme. Naja, noch. Ja, aber jetzt die vorderste Welle. Da kann jetzt noch so ein Boss kommen. Das ist trotzdem einfach. Viel zu einfach. Oh. Freu dich doch. So, vielleicht noch einen Turm vorm Kern, dann Raketenturm drauf oder so. Gerne doch. Ah. Also hier hin. Hier runter. So. Hier so. Da wo du gerade stehst, meinst du? Da wo Simon hin. Genau. Wo hat denn Simon hin? Hier. ...95 haben wir noch. Kanonenturm, der braucht noch 40. Jetzt braucht er noch 5. Autsch. Und immer wieder danke. Immer und immer wieder gern geschehen. Schweber.
Ich geh auf Schwarm. Fertig, genau. Okay, was kann man nicht? Da kommen wir. Wir gehen direkt wieder Richtung Stern. Cool. Also der Schwarm war schnell tot. Wir haben Fliege an Stern. Ja, die schwerer. Ich mach ihn schon einfach weiter. Jo. Was ist jetzt? Ah, ein Boss. Ist der neu? Der Patriarch. Ne, ne, den hatten wir schon mal. Ist das der Kaputtmacher da? Der ja, Jumper? Der Schläger, der Jumper. Da wäre jetzt vielleicht eine Gauss nicht schlecht.